Hallo und herzlich willkommen hier bei Captain Forever Remix. Yeah! Ich liebe dieses Intro, das ist einfach so cool. Wir gehen direkt rein ins Spiel. Komm hier, starte mal, mein kleiner Freund. Und wir spielen heute mit dem Schildkit. Ich bin sehr gespannt, wie das Schildkit funktioniert. Es hat eine Masse von 5. What the fuck, Alter. Und das Schild hat eine Haltbarkeit von 4. Und das ist der Bereich, in dem das Ganze wirkt. Okay. Ich glaube, ich mache es trotzdem so. Es ist ein bisschen. Das Ding ist, die Waffen sind jetzt nicht geschützt. Ich glaube, das ist eigentlich dumm. Aber wenn ich noch ein zweites Schild habe, würde ich die da und da hinpacken. Aber wir machen es erstmal so. So, Critical Hit, Auto Repair. Das machen wir an. Und dann machen wir da auch nochmal jeweils ein Upgrade drauf für eine kleine Chance. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt ins Spiel. So, wir müssen jetzt in dieses. Ja, nach Pluto kommen, schätze ich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, wir müssen Pluto erreichen, damit wir. Spiele ich das mit Maus und. Ja, doch, genau. Ja, genau, doch. Okay, ich dachte gerade. Spiele ich das überhaupt richtig? Okay. Jetzt haben wir. Ja, gut, jetzt könnte ich auch so machen. Weil jetzt habe ich ja noch eine dritte Waffe, so im Großen und Ganzen. Dann schütze ich mein Modul. Ja, doch, machen wir so. Dann sind nämlich jetzt die Waffen so ein bisschen in einem Schild. Krass. Den habe ich ziemlich schnell downgenuked, obwohl der auch ein Schild hatte, ne? Ich weiß jetzt nicht so genau warum. Aber das soll vollkommen okay sein für mich. Und dann machen wir das einfach alles so. Und dann machen wir das Ganze hier, guck mal, die machen wir das Ganze so. Was so ein bisschen nervig ist gerade, ist, dass ich nicht so wendig bin jetzt, glaube ich, aber so, ich glaube, ich baue mein Schiff so. Das ist kompakt, das ist gut. Ich habe hinten einen Angriff, ich habe, bin schnell. Ich kann mich doch ganz gut wenden. Ja, doch. Das gefällt mir so, das Schiff. Damit können wir bestimmt was anfangen. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie stark diese Schilde sind. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie genau die funktionieren. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich nicht so einfach getötet werden kann, oder? Ich werde jetzt hier so hinfliegen und dann werde ich werde jetzt einfach reinfliegen. Ich werde ihn töten. Schade. Ich hätte sehr gerne sein. Seine Waffen gehabt, aber das hat leider nicht funktioniert. Da unten ist ein Level 3er, den muss ich töten. Da werde ich jetzt einfach mal hinfliegen. Der bemerkt mich, glaube ich, auch gar nicht. Das bedeutet, den kann ich eigentlich ziemlich gut aus. Ausschalten. Einfach jetzt gezielt von hinten hinfliegen. Manchmal haben die dich einfach nicht so auf dem Radar. Der ist ziemlich schnell, aber ich bin schneller. Wow, nice, das ist richtig stark. Weil wir einfach richtig gute Teile bekommen haben. So, dich und dich. Und wir haben auch richtig gute Waffen bekommen. Okay, ich hab so ein gutes Schiff schon, wa? Das ist der Wahnsinn. Dann bauen wir das Ganze einfach so. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen mehr Platz. Das dürfte auch alles kein Problem sein. Dann können wir hier hinten nochmal ordentlich Waffen draufpacken. Und dann packen wir da auch noch eine Waffe hin und dann machen wir hier an die Seiten noch so ein bisschen, genau. Das ist mein Schiff. Das sieht ganz gut aus, oder? Das sieht ganz gut aus, ich bin ein kleiner Stern. Ich warte einfach, bis der Gegner kommt und dann drehe ich mich im Kreis und töte ihn. Das gefällt mir. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben ein besseres Raumschiff, oder? Zumindest gerade so ein bisschen mein Gefühl. Okay, das hat auch alles ganz gut geklappt mit der Bauzeit und so weiter und so fort. Es gibt wohl auch Kits, wo man die Bauzeit erhöhen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht beim Superkit so ist. Müssen wir mal gucken.
Aber ja, gibt es. Die Bauzeit ist auf jeden Fall dann hinterher in den höheren Regionen echt ein Problem, weil. Ja. Willst du dich echt mit mir anlegen, Kumpel? Die Teile würde ich tatsächlich gerne mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wo ich sie gerade hinbauen kann. Warte mal ganz kurz. Ich mache einfach mal kurz so. Und den Level 4er töte ich jetzt einfach. Ja. War tatsächlich auch genau so einfach, wie ich mir das erwartet habe. So, ich baue einfach mal kurz alles ab. Und benutze diese schönen roten Teile. Denn ich denke, das ist eine gute Sache, wenn ich die benutze. So, dann packen wir das grüne Schild hier hinter, damit der einfach ein bisschen darauf aufpasst. Und dann packen wir hier ein gelbes Schild hin. Genau. Dann packen wir da noch ein Schild hin und da noch ein Schild hin. Also einfach so ein paar offensive Schilder. Einfach ein paar offensive Schilde. Dann machen wir das Ganze so. Und ich habe hier noch ein Schild. Genau, machen wir das Ganze so. Dann kann ich hier oben meine Angriffe hinpacken. Ich habe nicht noch einen Dreierschuss, oder? Nee, ich glaube nicht. Dann machen wir das so. Und die packen wir dann auch noch hier so dahin. Dann können wir hier nämlich richtig viele Laser draufpacken. Dann können wir das auch nutzen, um hier uns Booster hinzubauen, was eigentlich ganz cool ist. Damit wir uns ein bisschen besser drehen können. Dann packen wir hier schön auch die Waffen auf die Seite und hinten noch ein paar Waffen hin. Gucken, dass ich noch eben die Booster dran packe. Und dann sind wir ein ziemlich komplettes All... Also, wow. Ich weiß auch nicht so genau warum, aber ich finde meine Schiffe heute so gut. Ah, okay. Die orangene Waffe kommt dahin. Ja, läuft. Alter, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wow, und deine Waffen hätte ich gerne. Tatsächlich, ey, aber... Boah, du kannst... Warum drehst du dich so gut? Ja, der dreht sich zu schnell. Der ist... What, der hat mich getroffen? Hat er was kaputt gemacht? Ja, hier fehlt meine Waffe. Hat eine Masse von 1. Dann nehme ich den grünen Block einmal kurz mit. Dann dürfte das nämlich wieder ausgebalanced sein. Was ist denn mit was ist mit den Schiffen hier los? Ich hau ab, Alter. Das ist mir ein bisschen zu doof. Ich habe doch so keine Chance. Okay, ich kann auf jeden Fall rückwärts fahren. Das ist auch gut. Vielleicht sollte ich das auch ein bisschen ändern, aber... Ich bin stärker. Mach dir nichts raus. Aber es hat meine ganzen Waffen zerfetzt. Kannst du mal kurz aufhören, auf mich zu schießen? Was ist denn los mit dem Pisser? Mann, ich habe keine Waffen mehr. Nein. Nein. Ich habe keine Waffen mehr. Das gefällt mir nicht so sehr. Die Level 1er Waffe ist, glaube ich, sowieso nicht mehr so wirklich gut. Der hat auch Schilder, ne? Mal gucken, ob ich den down kriege. Oh, 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 oh. Nein, nein, der macht mich down. Ich muss hier abhauen. Ich muss auf jeden Fall abhauen. Das ist nicht so gut. Ich war in einer wirklich guten Position und dann wurde ich auseinandergenommen. Muss man so ehrlich dann auch sagen. Oh, die ganzen Schiffe sind so stark. Komm schon. Nice, 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 nice. Jetzt muss ich mich beeilen. Okay, okay, erstmal weg, erstmal weg, erstmal weg. Nein, ich habe die eine Säge nicht mitgenommen. Cheat. Da fliege ich doch gleich nochmal zurück. Denn die Säge würde ich gerne noch hier einmal dran packen. Und dann fliege ich auch nochmal zurück. Denn ich hätte gerne noch ein paar Booster. Damit ich ein bisschen schneller bin und vielleicht einen Rückwärtsgang habe.
Ja, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ich habe hier noch so einen Dreier. Wow, wo kam der her? Habe ich ihn getötet? Das war auch ein Orangener, oder? Ja, das war ein Level 2er Gegner. Ich muss einen Level 5er Gegner töten. Wow, what the fuck? Hab viel zu viel Angst gerade. Na, gucken wir mal. Ist das ein Level 5er Gegner? Nein. Ein kompletter Level 3er. Level 4er. Die roten sind Level 4. Scheiße, genau, stimmt. Die Schiffe sind alle, die sehen alle so. Ich habe meine eigene Säge kaputt geschossen. Das war dumm, das war dumm. Oh, der hat mich nicht auf dem Tacho. Und der sieht von hinten ziemlich verletzbar aus. Ich meine drei. Komm schon, komm schon. Scheiße, er dreht sich, er dreht sich. Komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Er ist down, er ist down. Er kann nicht mehr abhauen. Er kann nicht mehr abhauen. Ich würde gerne die Waffe nicht kaputt machen. Ich muss die Waffe kaputt machen, leider. Mm. Immerhin habe ich ihn getötet. Das ist schon mal ein großer Erfolg für mich. Yeah. So. Okay, da vorne ist mir ein Booster kaputt gegangen. Sehr gut, dann kann ich jetzt nämlich hier wieder sehr gut alles ausstatten. Dann packen wir hier die Orange, die Lilanen dran, weil die logischerweise um einige stärker sind. Und dann ist es eigentlich alles okay. Dann muss ich im Grunde weitermachen. Dann habe ich jetzt erstmal nicht mehr so die ganz großen Optionen. Was unser Schiff auf jeden Fall als Plus hat, ist seine Beweglichkeit. Und ich glaube, unsere Schnelligkeit ist auch ganz gut. Großes Minus ist unser Angriff. Der ist echt nicht so knorke. Aber mal gucken. Es kann sich immer viel ändern in dem Spiel, ne? Ein, zwei gute Kills irgendwie. Und das sieht ganz anders aus auf einmal. Ein, zwei gute Kills und es sieht auf einmal ganz anders aus. Wow. Der kann sich nicht bewegen. Boah. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, was ich hier gerade mache. Ich wollte die einfach mal kurz mitnehmen. Schnell bin ich noch. Ich kann mich nur nicht mehr so gut drehen. Was passiert, wenn ich die hier hinbaue? Dann kann ich mich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen besser drehen. Scheiße. Und angreifen. Das war ein bisschen optimistisch, aber es funktioniert. Nice. Hm. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Ich weiß nicht so genau, ob das was... Ich weiß nicht, ob die Schilder überhaupt noch was bringen. Das ist halt so ein bisschen... Ja, gerade meine Frage, wisst ihr? Pack die einfach mal da dran und die packe ich dann nochmal daneben, damit ich die Teile einfach dabei habe. Und da muss ich mein Schiff mal hier mit guten Boostern ausstatten, damit ich schnell unterwegs bin. So, du kommst da auf die Seite. Ja,
Okay, ich baue den Angriff vorne breiter, habe ich mir gerade überlegt. Das sollte, glaube ich, besser sein als... Ja, sonst habe ich da unten einfach... Sonst das Potenzial ein bisschen verschenkt, dann... Okay, warum habe ich so ein Ungleichgewicht? Was ist hier falsch? Du, ne? Du. Wegen dir? Ja, okay. Ich muss einen Level 7er Gegner töten. Deswegen... Wo habe ich denn die Raketen her? Ach, da sind Raketenschießer! Ich weiß! Ich weiß, was ihr jetzt denkt! Ich bin Game Over! What?! Das habe ich so jetzt nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich bin dumm, was ich hier gerade tue, aber... Ich dachte eigentlich, ich wäre ein bisschen stärker. Ich dachte, ich könnte das schaffen. Weil der war nicht gut geschützt vorne. Aber er hat mich tatsächlich schnell auseinandergerotzt. Er hat mich schnell auseinandergerotzt, ole. So, dann kommt mal her, Kumpels. Ich mache euch alle platt. Ich brauche einen Level 2er, tut mir leid. Ich brauche einen Level... Da ist ein Level 2er. Nice. Ich verstehe das nicht. Guck mal, wie... Ich habe den jetzt so schnell getötet, ne? Wie kann das sein? Was machen die Schilder denn? Die Schilder haben ihn ja jetzt in keinster Weise geschützt, so. Was bringen die denn dann? Ich verstehe das nicht. Hey, ich verstehe das einfach nicht, okay? Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, ob wir das nächste Level auch bestehen können. Ich weiß es nicht. Weißt du's? Nein. Boah, dieses Spiel, das macht süchtig. Ohne Spaß, das macht wirklich süchtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig, weil du kannst so leicht auf einmal tot sein. Ohne, dass du genau weißt, warum. Warte mal ganz kurz. Ich möchte hier... eben was ändern. Ich weiß noch nicht genau, was. Ich schmeiß dich weg. Komm, lass mich in Ruhe. So, wir fahren einfach mal weiter. Da oben ist ein Level 3er. Mal gucken, ob wir gegen den kämpfen können. Wir drehen uns ein bisschen langsam. Lass mich in Frieden. Okay. War hier nicht irgendwo ein Level 3er? Level 3, entschuldigen Sie, hab ich Sie nicht irgendwo hier gesehen auf meinem Radar? Da, mein Radar lügt nie. Ich glaube, der Typ ist auch nicht aggro. Der hat nicht genug Schlaf bekommen. Ha, so ein Noob. Ich werde ihn einfach ganz vorsichtig von hinten destroyen. Nice. Wir kriegen gute Waffen. Wir kriegen richtig viele von den Schildern. Ich baue die einfach mal alle hier so hin. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. So, ist nicht so die perfekte Konstruktion, glaube ich, aber ich hoffe einfach, dass schnell... Wichtig ist bei den Schiffen einfach immer Schnelligkeit, Wendigkeit, also Beweglichkeit und Angriff. Und jetzt, dann gibt es halt noch so sekundäre Defensive oder so, würde ich das vielleicht nennen, aber damit kenne ich mich, wie gesagt, einfach auch überhaupt noch gar nicht aus. Und die Segen sind wirklich gar nicht mal so unfassbar stark. Ich meine, ich spiele gerne, also ich habe irgendwie das Gefühl, also ich liebe irgendwie die Segen, aber
habe auch noch nie so ein richtiges Spiel mit denen gemacht, glaube ich. Was dann wirklich am Ende des Tages irgendwie stark war. So viele Waffen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So, Junge, willst du dich mit mir anlegen oder was? Guck dich doch mal an, Alter, als ob du irgendeine Chance hättest. Guck ihn dir mal an. Voll der Noob, ey. Und du? Was willst du von mir? Ich mach euch alle fertig. So. Nein, nein, nein. Bleibt da dran. Ich muss einen Level 4er töten. Und da bist du gerade richtig. Nice. Und jetzt die große Frage. Soll ich hier irgendetwas von abbauen oder nicht? Ich tausche mal hier diese Positionen und dann würde ich gerne die grünen wegschmeißen und dafür die roten anbauen. Und den gelben schmeiße ich auch weg und dann baue ich den orangenen an. Dann habe ich da nämlich ein sehr gutes Gleichgewicht. Ich würde jetzt hier gerne irgendwelche neuen Teile benutzen, aber ich habe nur Schildteile. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Was soll ich jetzt hier umbauen? Wo soll ich diese ganzen roten Teile hinbauen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss einen Level 5er töten. Das sind die lilanen, oder? Also diese... Ist das lila? Ich glaube schon. So hell purple. Hell lila oder so. Was hat mich denn da jetzt... Ich habe die Waffe falsch hingebaut. Die hat gerade... Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie dumm das war. Unfassbar. Unfassbar krass, wie dumm das war. Okay. Das sieht alles wieder sehr, sehr gut aus, so im Großen und Ganzen. Orange, machen wir mal weg. Gelb, orange, können wir alles wegpacken, mal ganz im Ernst, Alter. Mal ganz im Ernst. Ich weiß, boah, das setzt mich immer so unter Druck. Es tut mir leid, aber ich kann währenddessen echt nicht so gut reden. Das setzt mich einfach immer unter so großen Druck. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt einfach fahren und töten, Alter. Töten! Okay, wir haben eine ordentliche Front an Lasern. Da unten, was ist das? Ein Level 4er, okay. Dann können wir mit unserer Range tatsächlich richtig gut wegnuken, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, da ist auch jemand anderes, in dessen Range wir sind. Triple Plasma Cannon, die will ich gar nicht haben. Die finde ich nicht so gut. So. Ich brauche einen Level 6er. Ich will mir jetzt... Oh nein. Aber es hat mir nicht geschadet. Da ist ein Level 6er. Den wir gut treffen. Den wir gut treffen und er uns gar nicht gerade. Kann das weg? Er schießt sich auch selber ab, glaube ich. Komm schon. Das machen wir gut. Den dürften wir gleich down haben. Hör auf abzuhauen. Du hast keine Chance. Du kannst nicht abhauen. Ich habe eine unfassbar gute Reichweite. Wie viel der aushält, ne? Dass meine Waffen echt so schwach sind. Das hätte ich auch nicht erwartet. Komm schon. Nice. Habt ihr den Schuss gesehen? Einfach weggenukt. So, mal ganz kurz parken hier. Und ein paar Booster austeilen, austauschen.
damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Ich weiß, ich müsste, ihr werdet wahrscheinlich alle sagen, so, Cornel, bist du dumm? Und ich werde mir so denken, ja. Was ist das für eine Frage, Leute, ne? Natürlich bin ich dumm. Wahrscheinlich müsste ich diese Teile austauschen und diese, ja, viel hochwertigeren Teile hier benutzen. Hier, das und das. Ich kann es ja einfach mal hier so hinbauen als Schutz quasi von der Seite. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier könnte ich auch mal so einen Schutz hinbauen, der Masse 5, Masse 6, ja, für ein bisschen Ungleichgewicht sorgt. Jetzt ist... Ja, wobei, nö, geht. Das, die Teile hier in der Mitte sind halt alle noch relativ schwach. Die können jetzt von den Seiten nicht so gut getroffen werden, weil ich so einen kleinen Schutz drum gebaut habe. Wenn ihr vielleicht versteht. So, dafür muss ich jetzt den... Ja, von... Wenn ich meine... Ja, wenn ich von vorne abgeknallt werde, bin ich wahrscheinlich schnell tot. Ich weiß es nicht so genau. Lass es uns einfach mal ausprobieren. Ich finde das Schildkit... Wenn ihr mir vielleicht... ja, wenn ihr vielleicht genau wisst, wie man die Schilder richtig benutzt, weil ihr das auch spielt oder so, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben und mir so ein bisschen da Tipps geben in der Richtung. Aber ich persönlich weiß da gerade nicht so genau, was ich da machen soll. Den kann ich... Ich habe einen Rückwärtsgang, das freut mich gerade. Und ich kann den Typen mit meiner Range wahrscheinlich ausschalten, oder? Ja, das sieht so aus. Ist gerade ein bisschen doof, dass ich... Oh, scheiße, der hat mich getroffen. Ist gerade ein bisschen doof, dass ich so ein bisschen seitlich wegkomme. Oh, 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 oh. Aber der dreht sich zum Glück noch ganz gut zu mir. Das ist jetzt natürlich nicht der spannendste Kampf der Welt. Oh. Da wurde ich aber schon ganz gut getroffen auf der einen Seite. Shit. Wo habe ich das große Ungleichgewicht in meinem Schiff? Liegt es daran, dass ich hier keine Waffe habe? Ich könnte das Ganze so tun. Ja, passt schon irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen Level 7er töten soll. Ich darf mich auf jeden Fall nicht auf diese scheiß Raketen einlassen, glaube ich. Ich muss mir irgendein Opfer suchen. Am besten irgendjemand mit Segen. Schiffe mit Segen sind so die richtigen Opfer. Das ist ein Schiff mit Segen. Krass. Ich sagte es gerade so aus Spaß und auf einmal ist er da. Und der sieht auch relativ machbar aus, wenn ich hier einmal dran vorbei bin. Ja, der kann sich wieder nicht bewegen. Jetzt darf nur der... Ich würde den da gerne noch töten, aber dafür habe ich keine Zeit. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt alles abwerfen und werde jetzt mein Schiff aus diesen scheiß blauen Teilen bauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Schilde wirklich noch großen Nutzen haben. Ich kann mir das einfach beim besten Willen nicht vorstellen. So. Was habe ich für Waffen? Hat er die Waffen von dem zerstört? Ich glaube schon, shit. Booster. Ich weiß nicht, ob ich diese Plasmakanone wirklich benutzen will. Habe ich keine Booster mehr?
Scheiße, ich habe keine Booster. Wo sind all die ganzen Booster hin? Jetzt stehe ich hier. Stehe ich denn jetzt da? Hä? Hä, das war voll verbuggt. Habt ihr es gesehen? Ich kann die Schilder hier einfach mal an die Seite packen. Und hier so rein. Vielleicht hilft das irgendwie irgendwo. Okay. Vielleicht hilft das ja. Jetzt die große... Ja doch, ich behalte die Triple-Plasma-Kanone. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, wenn ich mit der schieße, dass ich nicht selbst in meine Schüsse reinfliege. So, mein Schiff lässt sich sehr schwer steuern. Da ist ein Level 8er. Oh mein Gott, nee. Der ist mir zu stark. Wow. Nee, der hat auch richtig viele Waffen überall. Wow. Warum haben die jetzt alle diese kleinen Scheißwaffen? Diese Lenkraketen, die kleinen. Diese Maschinen-Lenkraketen. Boah, warum habt ihr alle die Waffen? Da habe ich doch überhaupt gar keine Chance gegen. Ich bin so unfassbar unflexibel gerade. Ja, er auch. Wunderbar. Oh, da hat das Schild gerade. Ach, und die Schilder regenerieren sich. Das Schild hat gerade die Dinger abgewehrt. Oh, scheiße. Was hast du für Waffen, Kumpel? Was hast du da? Ich bin so unflexibel, ich bin so unbeweglich. Scheiße. Ich hatte keine Chance. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit weglaufen. Die waren alle zu stark. Die hatten alle diese scheiß Waffen. Und das war genau das, was mich gekontert hat. Das war genau das, was... Weil ich war einfach langsam. Oh Mann. Ich bin auf jeden Fall für Tipps dankbar, falls sich das irgendjemand angeguckt hat. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Tipps da lasst. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Und wie gesagt, schreibt mir gerne ein paar Tipps. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.